sechsten Arbeitsgruppe, die die Frage hat, nach vorne zu gucken und sich Gedanken darüber zu machen, wie man das Greening denn entwickeln könnte, wenn man keinen Ballast im Rucksack hat. Diese Ergebnisse wird uns Jörg Klaus vortragen. Herr Klaus, aus welcher Region kommen Sie denn? Ja, ich bin gebürtig in Ostniedersachsen, Region Wolfsburg. Bin dann aber nach der Wende nach Magdeburg gegangen, in die Magdeburger Bürde und lebe direkt am Stadtrand von Magdeburg, in der Bürde direkt. Was haben Sie für einen Betrieb? Das ist ein reiner Marktfruchtbetrieb, ungefähr so eine Genossenschaftsgröße von Ausmaßen her. Ich bewirtschafte aber auch noch Flächen in Niedersachsen und habe von da so ein bisschen so einen Bundesländervergleich mit meinen eigenen Erfahrungen. Mhm. Ich bin, das möchte ich vielleicht nur anführen, Vorsitzender der Kulturstiftung, Kulturlandschaftsstiftung Sachsen-Anhalt, die sich generell Gedanken macht, wie man Eingriffe als A&E-Maßnahmen besser ausgleichen kann. Also auch an der Schnittstelle, ja. Genau der Fragestellung. Sie hatten ja jetzt den Vorteil, nach vorne zu gucken und zu sagen, wie kann man es denn eigentlich machen, wenn man eine Carte Blanche hätte und vor der Aufgabe stünde, das Greening entsprechend weiterzuentwickeln. Was waren Ihre wichtigsten Ergebnisse, Ihr wichtigster Punkt dabei? Die schöne Botschaft ist, dass ich viele Punkte sogar mit dem ergänzen, was Herr Weber und Herr Schöne heute schon gesagt haben. Stärkere Berücksichtigung regionaler Belange. Auf die Magdeburger Bürde beispielsweise bezogen, kann man nicht wegleugnen, dass wir ein Biodiversitätsproblem haben, das wir irgendwie lösen müssen. Und wir sind seit langer Zeit am Basteln, wie wir das machen können, mit Blühstreifen und. Das Land hat sich da bemüht, aber leider Gottes kann ich auch nicht ganz von mir selbst fernhalten, gibt es auch Ausweichmechanismen. Beispielsweise werden jetzt die Verpflichtung des Greenings leicht übertragen Richtung Altmark auf leichte Standorte oder in etwas unproduktive Gegenden, weil ein größerer Agrarbetrieb auch häufig ein gutes Netzwerk hat und weiß, wo er billige Flächen woanders pachten kann und dahin die Verpflichtung auslagert und demzufolge eigentlich da, wo das Problem vorherrscht, nichts passiert. Das ist wirklich ein Problem. Wie könnte man das besser machen? Also wir müssen Blühstreifen nach vorne bringen. Nur der Weg dahin, der ist, wie gesagt, sehr steinig. Entweder wir kriegen es hin über eine höhere Förderung. Das wäre natürlich ein Meilenstein, gerade in hohen Agrarpreisphasen tut man sich da sehr schwer mit, da mehr zu machen. Die nächste Geschichte ist, wir brauchen natürlich eine ganz aktive Beratung in dem Bereich. Oder wir definieren genaue Gebietskulissen, Herr Schöne, was Sie gesagt haben, dass wir einfach sagen, okay, wir haben da ein Problem, dann definieren wir diese Kulisse genauso wie bei der Thematik benachteiligte Gebiete, da gibt es ja auch ein Top-up obendrauf. Und innerhalb dieser Gebietskulisse ist es halt verpflichtend, dass wir da 1-2% Blühstreifen machen. Hm. Dann weiß aber jeder Pächter auch, wenn er pachtet, dass er 1% virtuell schon mal gedanklich der Sache zuschreiben muss. Also ich denke, das sagt man vielleicht, das Landwirt nicht so wahnsinnig gerne in solch einer Runde, aber wir müssen auch über sowas nachdenken, wenn wir jetzt in die Richtung laufen, dass wir Ziele nicht erreichen. Nur damit ich das richtig verstanden habe, also in dieser Gebietskulisse würden dann die Blühstreifen auch höher vergütet als in einer agrarstrukturell schwächeren Region. Könnte man sich das so vorstellen, um die Schmerzen da zu lindern? Oder ist das eine ordnungsrechtliche Verfügung? Im dümmsten Falle, wenn gar nichts laufen würde, bevor völlig neue andere Ideen geboren werden würde, könnte ich auch mit 1-2% verpflichtend in dieser Gebietskulisse leben. Mhm. Ich persönlich könnte damit leben. Wie der DBV das betrachtet, müssen wir schauen, aber ich würde persönlich damit leben. Das können wir heute Nachmittag diskutieren. Dann haben Sie aber als Punkt hier noch bei den regionalen Belangen die Vernetzung staatlicher und nichtstaatlicher Akteure rausgehoben. Was steckt da für ein Gedanke hinter? Ich merke das zumindest in dieser Stiftungstätigkeit, dass wenn man auch mit der, sagen wir es einfach, Umweltseite mehr zusammenkommt und auch gemeinsame Ideen entwickelt, dass da keine richtigen Fronten mehr erkennbar mitunter sind. Und bei so einem großen Agrarbetrieb, da kann man sich doch hinsetzen und sagen, Mensch Leute, was ist jetzt hier eigentlich wichtig? Was würde hier genau in das Betriebssystem auch reinpassen? Und da quasi auch die Umweltseite wesentlich dichter in eine Beratung mit reinnehmen. Also, ich bin nicht der Freund einer großen Offizialberatung. Die gibt es bei Ihnen ja auch gar nicht. Die gibt es bei uns nicht. Ja, ich kenne sie von Niedersachsen ja auch noch her. Wir haben das Problem da auch schon mal im Wasserschutz gehabt in Niedersachsen. Da wurde eine Wasserschutzberatung aufgebaut, finanziert von den Bodenbetreibern. Aber es haben sich private Büros gebildet, die Wasserschutzberatung gemacht haben. Das gab einen ersten Riesenaufschrei. Hallo, nee, die wollen wir nicht. Das ist eine Fraktion, die nicht in unsere Richtung geht hier.
Im Nachhinein muss man, glaube ich, sagen, dass da neuer Wind reingekommen ist in die Beratung und das auch eine positive Wirkung entfaltet hat und auch da wirklich Hemmschwellen abgebaut wurden. Was muss man tun, um diese Vernetzungsgedanken zu stärken? Ja, vielleicht wäre das Bundesland aufgerufen, generell in dem Bereich Beratung für Biodiversität schon mal den Stein ins Wasser zu werfen, wo man das dann genau anbinden würde, ob man das bei einer reine private Beratung fördert oder bei einer Landesanstalt noch ein bisschen Gelder dafür freischaufelt, da ist vielleicht der Kreativität keine Grenze gesetzt. Aber es muss in dem Bereich aktiv gearbeitet werden, dass wir uns als Betriebe aufgerufen fühlen, auch wirklich mehr zu machen. Mhm. Auch bei Ihnen steht der Gedanke, gesamtbetriebliche Ansätze fördern. Das haben wir gerade vor in der Arbeitsgruppe, wie kann man eigentlich Biodiversität fördern, schon mal gehört. Was ist da für ein Gedanke, der dahinter steht? Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr in die Richtung, jedes Unternehmen, was eine gewisse Größe hat, tiefer zu analysieren. Und über diese Analyse zu sagen, Menschenskind, ihr seid am FFH-Gebiet nebenan. Häufig wissen ja die Landwirte gar nicht, warum dieses FFH-Gebiet da überhaupt ist. Da kann man sagen, na gut, wenn da die und die Tierarten oder Vegetation einen hohen Status hat, vielleicht können wir das in die daneben liegende Agrarlandschaft noch verlängern. Und da muss ich mir einfach den individuellen Betrieb angucken und kann auch Lösungen finden. Das sind die Gedanken, wie man das sozusagen weitertreiben kann. Wenn man das aber umsetzen will, dann braucht man auch aus Ihrer Sicht mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung der Maßnahmen. Das scheint ein wichtiges Ergebnis. Was sind da die Hauptpunkte, die wichtig sind? Naja, das ist im Prinzip, lassen wir die Vergangenheit ein bisschen weg. Das war leider Gottes ein bisschen holpriger Start. Wenn für 2 Hektar 3 Leute kommen und 2 Tage drauf rumlaufen, dann fragt mich jetzt schon als Steuerzahler, ob das verantwortbar ist. Also da muss ich einfach so sagen, da ist so ein bisschen der Schneid erstmal abgekauft worden. Aber nach vorne geguckt, glaube ich einfach, wenn wir uns auf einer Beratungsseite breiter aufstellen, dass wir dann auch mit den Ämtern vielleicht ein bisschen leichteren Umgang haben, dass man dann rauskommt und sagt, okay, das war aber wirklich gut gemeint, ist jetzt schlecht gelaufen. Ich kenne es auch, weil wir in Sachsen-Anhalt im Bereich Blühstreifen da wirklich gut unterwegs sind, bei der Fachhochschule Sachsen-Anhalt und da sehr viel mit Blühstreifen machen, dass die selbst ja auch sagen, Menschenskind, dieser Mahttermin, der jetzt vorgegeben ist, der ist einfach blöd. Also das macht eigentlich gar keinen Sinn aus der ökologischen Seite her. Und deswegen wäre es mir, wie gesagt, auch wichtig, dass das, was auf der Seite an Wissenschaft auch zusammengetragen wird, an Versuchen gemacht wird, an Blühstreifen schon vorhanden ist in der Region Bernburg, dass wir das einfach duplizieren und in die Landschaft reintragen. Jetzt steht da ja bei Ihnen auch bessere Zielerreichung. Da haben wir vormittag auch schon drüber einiges gehört. Da ist die Frage, ergebnisorientiert kontrollieren und nicht prozessorientiert. Kriegen wir so belastbare Indikatoren, dass es bei einer Ergebniskontrolle nicht gleich wieder, dass wir sozusagen vom Regen in die Traufe kommen? Ist das machbar? Wie sehen Sie das? Ich denke, wenn da so ein Stück weit mehr Euphorie reinkommt, wenn man eine Beratung hat, die dahinter steht, wenn man eine Verwaltung hat, die sagt, okay, das ist aber vom Ansatz her richtig gewesen, was da gemacht wurde, es hat irgendwas nicht hingehauen, vielleicht ein bisschen zu spät gesät, weil das Wetter einfach da nicht nach gewesen ist, aber man dokumentieren kann, dass eigentlich die Beteiligten bei dem Spiel in die richtige Richtung gelaufen sind, dann muss das auch durchgewunken werden. Jetzt haben Sie ja viel Kontakt mit Umweltverbänden aufgrund Ihrer Tätigkeit in der Stiftung. Wie ist es da eigentlich von der Einstellung? Ist mittlerweile auch der Gedanke, dass Biodiversität produktionsintegriert laufen muss, hinreichend verankert? Also im Prinzip im Gespräch mit den Umweltverbänden ist das Thema da und das hat ja auch Herr Schöne gerade sehr gut gesagt gehabt. Also der Begriff schlaginterne Segregation, das würde wirklich Sinn machen. Nehmen wir mal eine 100 Hektar Fläche, da ist einfach eine Sandinsel drin, dass man die so entspannt da rausnehmen kann, auf der Fläche nichts machen, weil da erntet man ja auch weniger. Aber da kann man auch für Naturschutz relativ viel drauf machen. Also da haben wir eine Win-Win-Strategie und müssen es einfach nur umsetzen. Also das wäre so eine Geschichte, die in unserer Agrarlandschaft Sinn machen würde, noch zusätzlich. Aber auch doppelter Reihenabstand, da wo wir Vogelschutzgebiete haben oder so, dass wir da einfach auch mehr Möglichkeiten noch bieten, das macht absolut Sinn. Weil eine Geschichte, die, wenn das tatsächlich kommt mit dem Pflanzenschutzmittelverbot für Leguminosen, dann laufen wir da wirklich in genau in die gleiche Richtung, wie es schon gesagt wurde. Wir werden den Erbsenanbau verlieren, weil einfach schlichtweg die Toleranz da nicht dafür da ist, da eben Kraut unterzugehen, sagen wir es mal so. Letzter Punkt, Fehlertoleranz, Ermessensspielräume und so weiter haben wir schon gesprochen, aber mich würde mal interessieren, wo kommt eigentlich diese Misstrauenskultur her, die Sie wahrnehmen? Was ist da so Ihre Einschätzung?
sagen wir mal so, in den Kneipen werden die höchsten Pachtpreise berichtet, aber auch die negativsten Erfahrungen mit irgendwelchen Verwaltungen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, dann steckt das Pendel so ein bisschen hin und her. Es werden ja nicht die Geschichten erzählt, wo das so wunderbar funktioniert, sondern es werden die Geschichten erzählt, wo es Probleme gegeben hat. Und bei den Blühstreifen haben wir leider Gottes auch, weil die Umsetzung recht kompliziert war und auch hart gesagt nicht Umgehungstatbestände geschaffen hat. Aber ich will es mal ein Beispiel sagen. Wir haben überlegt, wir machen Blühstreifen, fördern die gesondert in Sachsen-Anhalt, oft auch den guten Böden. Dann sind die Betriebe mehr in die schwächeren Ecken gegangen und haben da so Streifen neben Streifen gemacht, eine Brache dazwischen gelegt. Das sah aus wie eine Zebra-Landwirtschaft. Eigentlich ist ja nicht mehr da eben, aber der ist fast aus dem Auto gefallen vor Schreck, als er das gesehen hat. Also da sind die Landwirte auch kreativ in der Art und Weise, da Prämien zu maximieren. Ja, soweit zu den Erfahrungen. Auch da braucht man offensichtlich einen Dialog, um wieder gegenseitig mehr Vertrauen auf beiden Seiten zu schaffen. Vielen Dank. Das war die Arbeitsgruppe 6. Herzlichen Dank, Herr Klaus. Danke.